Ich freue mich, dass doch einige Leute den Weg heute Abend hier in die Kreativfabrik gefunden haben. Mein Name ist Tilman Ziegenheim. Ich arbeite als Redakteur einer Motorradzeitschrift in Mannheim, engagiere mich aber ab und zu ehrenamtlich für die Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen. Und in dieser Funktion fällt es mir jetzt sozusagen die Ehre zu, die ersten Worte heute Abend zu verlieren. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, dass unsere Referenten heute Abend den Weg auch nach Wiesbaden gefunden haben. Herzlich willkommen, Alexander Casio, Janina Reichmann und Jonas Empel. Herzlich willkommen. Die drei waren beteiligt an einem Buchprojekt, nämlich den Memoiren von Leon Poljakow. Und insofern freut es mich wirklich, dass doch ein paar Leute hier heute Abend den Weg gefunden haben, weil mir persönlich, muss ich zugeben, sagte dieser Name bis vor kurzem auch nichts. Nur durch einen Zufall bin ich mit ihm in Berührung gekommen. Es war nämlich folgendermaßen, dass ich bei dem Verlag, der im Übrigen ein ganz tolles Programm hat, Edition Tiamat in Berlin, ein ganz tolles Verlagsprogramm, ein Buch zur Rezension bestellt hatte und fälschlicherweise dieses Buch mir geschickt wurde. Ich habe es mir angeguckt und habe gesagt, wow, das sieht ja auch sehr interessant aus. Habe es gelesen und muss sagen, war wirklich schwer beeindruckt von dieser Biografie. Leon Poljakow, kann man so sagen, denke ich, hat irgendwie im langen 20. Jahrhundert doch wirklich einiges erlebt. Er ist aufgewachsen in St. Petersburg, ist dann mit seiner Familie geflüchtet vor der bolschewistischen Revolution, kam nach Berlin, musste als säkularer Jude dort feststellen, dass er Jude ist. Er hat da sozusagen sich das erste Mal mit seiner Identität auseinandersetzen müssen, ist dann weitergeflohen nach Frankreich, geriet in deutsche Kriegsgefangenschaft, ist geflohen, hat in der Resistance gekämpft und hat schon während des Krieges angefangen, die Verbrechen des Nazi-Regimes zu dokumentieren und hat danach eine wesentliche Rolle gespielt im Aufbau der Holocaust-Forschung. Aber ich denke, da kann der Ture, mein Kollege hier zu meiner Rechten, noch ein bisschen was zu sagen, weil diese Veranstaltung ja eine Kooperationsveranstaltung ist, die wir in der Kreativfabrik zusammen mit Spiegelbild machen. Ich würde auch gern kurz nochmal herzlich willkommen im Namen von Spiegelbild sagen. Ich bin Ture, ich arbeite für Spiegelbild und ich wurde gebeten, ganz kurz nochmal was zu Spiegelbild zu sagen. Wir machen historisch-politische Bildungsarbeit in Wiesbaden, das heißt vor allem Workshop-Arbeit mit Jugendlichen, aber auch Fortbildungsarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern und mit Sozialarbeitenden. Darüber hinaus sind wir auch die Anlaufstelle für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Antisemitismus der Landeshauptstadt Wiesbaden. Und wir machen noch so Netzwerkarbeit wie diese Veranstaltung heute Abend. Ich würde auch noch mal gern ganz kurz sagen, warum wir diese Veranstaltung machen wollten. Ich hatte das Glück, dass mir in meiner Auseinandersetzung mit Antisemitismus schon sehr früh das Buch von Leon Poljakow vom Antizionismus zu Antisemitismus in die Hand gedrückt wurde, in dem er direkt nach dem Sechstagekrieg, ich glaube 1969 hat er das Buch schon veröffentlicht, ähnlich wie Jean-Marie schon begriffen hat, welche antisemitischen Motive sich in der Israel-Feindschaft ausdrücken. Und ich glaube, wenn in der Vergangenheit mehr auf Stimmen wie die von Poljakow gehört worden wäre, bestimmte Diskussionen, wie sie gerade in den letzten Jahren stattgefunden haben, so nicht hätten stattfinden müssen, weil bestimmte scheinbar neue Erkenntnisse eigentlich gar nicht so neu waren, weil sie schon von Menschen wie Poljakow viele Jahre früher vorweggenommen wurden. Und weil es ja nachher höchstwahrscheinlich auch um die Rezensionsgeschichte gehen wird, habe ich im Vorfeld dieser Veranstaltung mal geschaut, welche Bücher von Poljakow in unserer Bibliothek stehen. Also wir sind der Bildungsträger vom aktiven Museum für deutsch-jüdische Geschichte in Wiesbaden und dieser Verein macht seit 30 Jahren Erinnerungsarbeit in Wiesbaden und wir haben eine Bibliothek mit einem Bestand von über 6000 Büchern zum Thema Nationalsozialismus und Shoah
Und unter diesen 6000 Büchern war nur die Reihe Geschichte des Antisemitismus von Poljakow, aber kein anderes Buch von ihm und kein Buch von Josef Wolf, also dem Forschungskollegen von Poljakow. Und daher freue ich mich sehr, dass die Veranstaltung stattfindet und vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, ja, bevor wir den Verein jetzt endgültig das Wort erteilen, noch eine formale Bitte. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet ja mit öffentlichen Geldern, mit Steuergeldern und deswegen müssen wir nachweisen, dass diese Veranstaltung wirklich mit echten Menschen auch stattgefunden hat. Ich gebe jetzt hier also Listen rum. Alle Angaben sind freiwillig, aber einfach die Bitte sozusagen, wer da keine Bedenken hat, sich einzutragen und dass wir belegt haben, dass die Veranstaltung stattgefunden hat und dass Gäste vor Ort waren. Und ein wirklich allerletztes Wort, ein Hinweis auf die nächste Veranstaltung, die wir haben. Am 26. Februar kommt Professor Butterwege nach Wiesbaden und wird über die zerrissene Republik und über die wachsende, also unter dem Titel Die zerrissene Republik, über die wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland referieren. Ich denke, dem einen oder anderen ist der Name auch ein Begriff, weil er auf diesem Gebiet der Armutsforschung ja wirklich auch in der Koryphäe ist. Die Flyer liegen auf Ihren und euren Stühlen. Nehmt sie mit und ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann am 26. Februar in einem anderen Ort, nämlich im Georg Buchhaus, wiedersehen würden. Alles klar. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die nette Einleitung. Es freut mich sehr, dass wir heute Abend die Ehre haben, die Memoiren von Leon Poljakow hier vorzustellen. Ganz besonders hat mich gefreut, dass das Buch vom Antizionismus zum Antisemitismus von Poljakow schon gelesen wurde. Das war auch für mich wichtig. Das war auch das erste Buch, was ich von Poljakow gelesen habe. Danach kam eben die besagte Geschichte des Antisemitismus, was immerhin 8 Bände sind. Ich bin, wie gesagt, Alex. Ich bin einer der Übersetzer. Ich bin eigentlich Historiker und Sozialpädagoge, betreibe aber, um Geld zu verdienen, eine Bar, also ein Wirt. Und arbeite aber weiterhin zu Themen wie Antisemitismus, frühe Shoah-Forschung, NS-Geschichte im Allgemeinen, früher auch oft zu Antiziganismus. Ja, mein Name ist Janina Reichmann. Ich arbeite als freie Lektorin in Berlin und bin also dem Studium nach Soziologin und Politikwissenschaftlerin und habe mich also in meinem ganzen Studium sehr viel mit Antisemitismus und auch mit kritischer Theorie beschäftigt. Und nicht zuletzt deswegen fand ich dieses hier ein ganz besonders interessantes Projekt. Ja, ich bin Jonas Emden. Ich habe Geschichte und Französisch studiert in Berlin und habe dann gegen Ende des Studiums Alex in seiner Kneipe kennengelernt und bin so ein bisschen zufällig, sagen wir mal, zu diesem Projekt gestoßen. Also ich hatte Poljakow vorher auch nicht. Wir haben dann zusammen Bücher gesichtet von ihm, die noch nicht im Deutschen verfügbar waren und haben uns dann für die Biografie entschieden, Und so bin ich da mit reingeraten und mittlerweile kenne ich sie natürlich ein bisschen besser. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, also der dritte Übersetzer, Jasper Stabenow, wir haben es zu dritt übersetzt, der ist jetzt heute leider nicht dabei. Der gehört auch noch dazu sozusagen. Und wir haben das so gemacht, das Buch besteht aus 3 Teilen und wir haben es relativ schlicht einfach durch 3 geteilt. Das heißt, jeder hat einen Teil übersetzt. Und dazu können wir später auch noch mehr sagen zur Entstehungsgeschichte des Buchs und auch, wie wir vielleicht das übersetzt haben und dergleichen. Genau, ganz kurz zum Ablauf. Also wir werden einzelne Passagen jetzt aus dem Leben von Leon Poljakow vorlesen, auch ein bisschen kommentieren zum Teil, den historischen Kontext klar machen. Und wir stehen danach natürlich für Nachfragen, Kritik etc. zur Verfügung. Ich fange jetzt mit dem Nachwort an. Den Holocaust persönlich nehmen. Leon Poljakow,
gehörte zu jener ersten Generation von Holocaust-Forschern, die in alter jüdischer Tradition dem Vergessen entgegenarbeiteten und als Hochbildhistoriker schon mit der Dokumentation der Verbrechen begannen, als die Vernichtung der Juden noch im Gange war. Lange bevor Termini wie Holocaust oder Shoah für die systematische Judenvernichtung verwendet wurden, begannen überall in Europa Verfolgte, die oftmals auch dem aktiven Widerstand angehörten, wie Leon Poliakow beispielhaft belegt, sich der Dokumentation und Analyse der gegen sie verübten Verbrechen anzunehmen. Der Grundsatz Zahor, erinnere dich, ist ein wesentlicher Bestandteil der jüdischen Kultur. Zurückverfolgen lässt sich dieser Auftrag des Erinnerns bis zu den Verbrechen und Kriegen gegen die Juden in der Antike. Beginnen mit der Zerstörung des ersten Tempels 587 vor der Zeit sowie der nachfolgenden babylonischen Gefangenschaft. Die griechischen Pogrome gegen die Juden in Alexandria 38 vor, der jüdische Krieg 66 bis 73 nach, Pogrome während des ersten Kreuzzuges 1096 sowie die Angriffe und Massaker an Juden im zaristischen Russland und im russischen Bürgerkrieg, vor allem in der Ukraine in den 20er Jahren, wurden akribisch für die Nachwelt aufgezeichnet. Bereits 1942-43 vergrub Emanuel Ringelblum mit seiner Gruppe Onek Shabbat, den Freunden des Shabbats, Blechkisten und Milchkannen mit Papieren und Fotos, um die deutschen Verbrechen gegen die Juden im Warschauer Ghetto zu dokumentieren. Bekannt ist auch der Ausspruch des großen jüdischen Historikers Simon Dubnow, der bei seiner Deportation aus dem Ghetto von Riga 1942 den Umstehenden zurief: Juden, ihr müsst alles dokumentieren, ihr müsst alles aufschreiben. Leon Poliakow begann noch während des Krieges, anfänglich durch einen Zufallsfund, mit der Dokumentation der Verbrechen der Nazis. Vor allem, jedoch nicht ausschließlich jener, die an den Juden begangen wurden. Wertvolle Dokumente und Erfahrungen konnte er als Mitarbeiter der französischen Delegation bei den Nürnberger Prozessen sammeln, bei denen der Massenmord an den Juden jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielte. Poliakow, der wie viele andere aus einer säkularen jüdischen Familie stammt und als solcher erst von den Antisemiten und den Nürnberger Gesetzen zum Juden gemacht wurde, verteidigte sich als Jude, weil er herausfinden wollte, Zitat, warum man mich umbringen wollte, mich und Millionen andere unschuldige Menschen. Schon 1951 veröffentlichte er seine in vielen Sprachen, jedoch bezeichnenderweise in ins Deutsche übersetzte Studie Brevet de la Haine, das Brevet des Hasses, die erste analytische Arbeit über den Holocaust überhaupt. Das ist auch ein Resultat der Übersetzung der Memoiren, das ein Professor aus Hamburg, dankbarerweise ohne Honorar, jetzt im Tiermatt Verlag, Brevet de la Haine, also das Brevet des Hasses, übersetzt wird, im Herbst oder Anfang nächsten Jahres erstmals jetzt auf Deutsch auch erscheinen. Oder Herbst 2021, weiß ich gerade. Wie Raoul Hilberg festhält, war Poliakow damit der Pionier, der die wissenschaftliche Disziplin begründete, die wir heute als Holocaust-Forschung bezeichnen. Hannah Arendt rezensierte das Werk sehr positiv im Commentary Magazine und auch für viele andere spätere Shoah-Forscher wie Gerald Reitlinger, Raoul Hilberg und Saul Friedländer hatte das Werk eine enorme Bedeutung. Poliakow arbeitete darin das Wesen der Shoah heraus, wie lange Zeit kein anderer Historiker nach ihm. Er analysierte den Vernichtungswillen gegenüber den Juden als das zentrale Ideologiemoment der Nationalsozialisten. Hass auf die Juden charakterisierte er als die wesentliche Motivation. Poliakow betrachtete dabei ähnlich wie Franz Neumann das Dritte Reich als Polykratie und nicht als jenen streng hierarchisch aufgebauten Staat mit Hitler als zentralen Führer, den viele deutsche Historiker darin zu sehen glaubten. Auch wies er bereits auf die Bedeutung der Aktion Reinhard hin, das heißt die systematische Ermordung von über 2 Millionen Juden und mindestens 50.000 Roma in den Vernichtungslagern Belzec, Sobibor und Treblinka von Oktober 1941 bis November 1943. Lange bevor der deutsche Historiker Stefan Lehnstedt dies als den Kern des Holocaust entdeckte, hatte Poliakow auf diese frühe Phase des Vernichtungsprozesses im Generalgouvernement hingewiesen, ohne dabei die Massenerschießungen der Einsatzgruppen mit etwa 1 Million Ermordeten, die vielen beteiligten Täter sowie die große Zahl der Zeugen auszublenden. Leon Poliakow arbeitete schon in diesem frühen Werk, das gerade einmal 6 Jahre nach Kriegsende erschien,
die personellen und organisatorischen Verbindungen zwischen der Euthanasieaktion T4, das heißt der systematischen Ermordung von sogenannten psychisch kranken und behinderten Menschen und der planmäßigen Ermordung von Juden und Roma heraus. Ein Zusammenhang, der erst 1995 von Henry Friedlander genauer untersucht wurde. Auch den Entscheidungsweg zur Vernichtung der Juden zeichnet er bereits sehr präzise nach. Bemerkenswert ist zudem, dass Poljakow aufgrund seines intensiven Quellenstudiums bereits 1951 zu dem Ergebnis kam, dass die Verfolgung von Sinti und Roma als Versuch der vollständigen Vernichtung zu betrachten und damit als Genozid einzustufen ist. Deutsche Historiker stritten indessen jahrzehntelang den genozidalen Charakter des Porajmos ab. Erst 1980 erkannte die deutsche Bundesregierung diesen Genozid als solchen an. Auch kommt im Revedola M der vielfältige jüdische Widerstand zur Sprache, der lange Zeit kaum zur Kenntnis genommen wurde. Über ein Jahrzehnt vor dem deutschen Dramatiker Rolf Hochhut thematisierte er die Haltung der katholischen Kirche und das Schweigen von Papst Pius XII. Zur Vernichtung der Juden. Poljakow bezifferte die Opferzahlen auf über 6 Millionen. Eine Zahl, die ihm das Institut für Zeitgeschichte in München, zentrale Instanz der jungen Bundesrepublik zur Aufarbeitung der NS-Verbrechen, 9 Jahre nach der Veröffentlichung nicht bestätigen wollte. Bei Poljakows erstem auf Deutsch publizierten Buch handelt es sich schließlich um eine kommentierte Quellensammlung, die er zusammen mit dem polnischen Auschwitz-Überlebenden Widerstandskämpfers und Schriftstellers Josef Wolf herausgab. Poljakow und Wolf hatten sich in Paris, im damaligen Zentrum der oftmals jüdisch sprechenden und schreibenden Hogen-Historiker kennengelernt. Also Hogen steht für die Vernichtung des ersten Tempels und damit für die größtmögliche, bis dato größtmögliche Katastrophe in der jüdischen Geschichte, also ein hebräisch-jüdischer Ausdruck. Beide hatten 1947 in der ersten internationalen Konferenz zur Dokumentation des Massenmordes teilgenommen. Obgleich Josef Wolf in der für ein französischsprachiges Publikum konzipierten Autobiografie Poljakows nicht genannt wird, war die Zusammenarbeit für beide entscheidend. Wolf und Poljakow hatten die gemeinsame Intention, im Land der Henker und in der Sprache der Täter über den Holocaust aufzuklären. Aus didaktischen Gründen entschieden sie sich für eine Quellensammlung, um möglichst neutrale Taten sprechen zu lassen, da sie davon ausgingen, dass die Zeit, in der die Opfer reden konnten, noch nicht gekommen sei. Damit brachen sie ein Tabu in der jungen Bundesrepublik, deren politische und intellektuelle Klasse sich zwar vage zur Verantwortung für den Genozid an den Juden bekannte, es jedoch tunlichst vermied, die Täter beim Namen zu nennen, Verantwortlichkeiten und Taten kundzutun, geschweige denn die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Poljakows großes Archiv an NS-Dokumenten stellte die Basis seiner Zusammenarbeit mit Wolf dar, aus der im kurzen Abstand 3 Werke hervorgingen. Das Dritte Reich und die Juden 1955, das Dritte Reich und seine Linie 1956, das Dritte Reich und seine Denker 1959, die im sozialdemokratischen Arani Verlag in West-Berlin veröffentlicht wurden. Weitere Titel waren geplant. Poljakow und Wolf rückten den Massenmord an den Juden dabei ins Zentrum der Analyse, beziehungsweise die Dokumente selbst, in denen die Täter ihre Gedanken offenbarten, zwangen ihnen diesen Fokus auf. Zitat: Wie in unseren ersten beiden Büchern wird auch in diesem Kapitel Denker im Nationalsozialismus viel von der Judenfrage die Rede sein, wenn dies auch keineswegs von uns beabsichtigt ist, sondern sich vielmehr zwangsläufig aus dem von uns behandelten Problem ergab. Die nationalsozialistischen Gedankengänge selbst führen dazu. Im auf Restauration sitzenden Wirtschaftswunderland, dessen Historiker und Intellektuelle in Wagnerschen Diktion wahlweise von der deutschen Tragödie oder einer hereingebrochenen Katastrophe schwadronierten, analysierten die beiden Überlebenden erstmals auf Deutsch die Essenz der von so vielen willig umgesetzten NS-Ideologie. Zitat Poljakow-Wolf: Das Ausschlaggebende ist vielmehr die absolute Sinnlosigkeit des Amokläufers. Ausrotten, ausrotten. Und damit werden wir beim Wesentlichen angelangt. In der Trunkenheit des Sieges gab es auch in früheren Zeiten schon Massenmorde. Frauen und Kinder wurden auf Schwerter gespießt. In unseren Tagen erlebten wir Dresden und Hiroshima, eine in den ewigen Zauberlehrern dienstbar gemachte grausame Folgeerscheinung der Technologie. Noch nie aber wurde der Massenmord zum primären Zweck, zu einem stur verfolgten Selbstzweck erhoben. Die Technik in den Dienst methodischer Verneinung des Lebens zu stellen, blieb allein dem Dritten Reich vorbehalten. Kapital und Energie wurde investiert, bedeutende Kapitalien, ungeheure Energien,
von denen die Dokumentensammlung einen Begriff geben will, eben im Tode, nicht im Leben. Massenmord als Selbstzweck. Was das bedeutet, muss man nicht nur einen Augenblick überlegen. Tausende von kriegsverwendungsfähigen Männern wurden nicht etwa an den deutschen Fronten, sondern zu Massenmord an Frauen und Kindern eingesetzt. Endlose Geleitzüge transportierten die Opfer statt die Kampfgruppen. Begabte Architekten, tüchtige Chemiker hielten den Auftrag, Grundrisse für Riesenkrematorien zu entwerfen oder ihr Talent mörderischer Technik zu widmen. Ersetzten Tribut in die menschliche Lebensbejahung, verschleierte man diese ganz vielseitige Aktivität als geheime Staatsaufträge und trachtete danach, den Schleier ebenso undurchsichtig zu gestalten wie jenen, der Hitlers Geheimwaffen umgab. Während die Geheimwaffen versagten, war den geheimen Staatsaufträgen ein wahr vollständiger Erfolg vergönnt. Mit allem Drum und Dran entstand eine vollkommen neue Industrie. Hauptzentren Auschwitz, Treblinka und Sobibor. Und hier funktionierte das komplizierte Räderwerk mit einer Präzision, wie man sie von der deutschen Organisationsfähigkeit nicht anders erwarten konnte. Beide, Poljakow und Wolf, passten nicht in das Milieu der deutschen Tätergesellschaft, ebenso nicht in das Bild des vermeintlich unabhängigen Historikers, der sie mir hier als studioneutrale Geschichtswissenschaft betreibt. Doch die deutsche Geschichtswissenschaft versuchte nicht einmal, analytischen Kühen herauszufinden, was geschehen war, sondern wehrte die Erkenntnis über das Verbrechen und mit ihr das Anliegen der jüdischen Überlebenden gänzlich ab. Gerade die offene Thematisierung der umfassenden Beteiligung der Wehrmacht am Vernichtungskrieg durch Poljakow und Wolf rief Proteste und Abwehr hervor. Über 13 Millionen Deutsche hatten in der Wehrmacht gedient. Fast alle Offiziere und viele Unteroffiziere standen beim Aufbau der Bundeswehr 1955 aus Innereien und überall im Land organisierten sich Soldaten in Veteranenvereine. Viele in den 1950er Jahren tonangebende deutsche Journalisten, Schriftsteller und Historiker hatten in der Wehrmacht oder Waffen-SS gedient. So etwa fast die gesamte Avantgarde in der Gruppe 47 versammelten Literaten. Noch immer teilte die Mehrheit der deutschen Bevölkerung wesentliche Ideologiemomente des Nationalsozialismus oder hielt den NS schlicht für eine gute, wenn gleich schlecht umgesetzte Idee. Selbst die vermeintlich als wenig bis unbelastet geltende Generation der bei Kriegsende 18- bis 22-Jährigen, von denen einige auch führende Historiker des Instituts für Zeitgeschichte München werden sollten, stellten sich im Rückblick als belastet heraus. Belastet einerseits durch ihre jugendliche NS-Sozialisation und ihre Teilnahme als Soldaten am Vernichtungskrieg und andererseits durch die darin wohl maßgeblich begründete antisemitische Grundhaltung ihres Antisemitismus wegen Auschwitz. Zum Ausdruck kam dabei das Fehlen von jeglicher Empathie für die Opfer. Beispielhaft lässt sich dies an der Gruppe 47 gut belegen, deren Vertreter spätestens im Alter wieder zu ihren Wurzeln, das heißt zu den Ansichten der 40er Jahre, zurückkehrten, sich selbst als Opfer stilisierten und die Juden, jetzt verkörpert im Staat Israel, als die eigentlichen Täter brandmarkten. Zu nennen sind hier stellvertretend für viele die Schriftsteller Martin Walser, Günter Grass und Dieter Wellershoff sowie der Philosoph und Historiker Ernst Nolte. Poljakow und Wolf kommentierten ihre sorgsam und durchdacht ausgewählten Quellen und Dokumente kurz und prägnant, teilweise ironisch, weswegen sie, die ehemaligen Verfolgten, von der deutschen Tätergeneration der unsachgemäßen und unangebrachten Herangehensweise an das Thema Massenmord bezichtigt wurden. Armin Mohler, ein ehemaliger SS-Mann und Apologet der konservativen Revolution, ehemaliger Sekretär Ernst Jüngers und zukünftiger Redenschreiber Franz Josef Strauß, veranschaulicht diese Haltung gegenüber Wolf und Poljakow prototypisch in einer Rezension von Das Dritte Reich und die Juden. Die Biografie der Herausgeber ist uns nicht bekannt, aber man kann sich schwer vorstellen, dass sie in einem totalitären Staat gelebt haben. Große Furcht herrschte vor allem vor der unkontrollierbaren Wirkung der Veröffentlichung von Namen und Karrieren der Täter, die von den deutschen Historikern durch rücksichtsvolle Nichtnennung geschützt wurden. Die Zusammenarbeit von Wolf und Poljakow, wie gesagt, war sehr fruchtbar. Gleichzeitig hat Poljakow in Frankreich eine kleine Karriere gemacht. Also er hat Bücher werden nach wie vor gelesen. Gabriele Lahaine ist auch zum 20. Todestag von Poljakow 2017 neu aufgelegt worden. Also er hat insgesamt 30 Bücher veröffentlicht auf Französisch, von denen eben nur 7 oder 8 ins Deutsche übersetzt wurden. Also er hat Zeit seines Lebens Anerkennung gefunden, seine Arbeit hatte eine unmittelbare Wirkung. Ich würde sagen, die Arbeit von Josef Wolf hatte auch eine große Wirkung letztendlich, hat sehr viele
junge Forscher beseelt, hat sehr vielen die eigentlichen Materialien an die Hand gegeben, um den Holocaust erforschen zu können. Aber gleichzeitig ist er von der deutschen Öffentlichkeit so angefeindet worden, dass er schließlich sehr frustriert 1974 dann den Freitod gewählt hat. Ja, hört man mich? Ich möchte in den Text einsteigen mit, da wo Poljakow selbst einsteigt, nämlich mit seinen Erinnerungen ans Geburtsland. In Kindheit und Jugend stellte ich mir oft die Frage nach meiner ersten Erinnerung. Möglicherweise war dieses Interesse durch die Lektüre von Leo Tolstois Kindheit angeregt, in der den Erzähler dieselbe Frage umtreibt. Dass Tolstoi mir viel bedeutete, lag daran, dass ich von frühester Kindheit an weiß, ich heiße Leon, weil ich 1910 am Tag nach dem Tod des berühmten Alten geboren wurde. Was meine erste als solche kultivierte Erinnerung angeht, das heißt eine Erinnerung zweiten Grades, die Erinnerung einer Erinnerung, so ist das die Vision rings um einen lichter geschmückten Weihnachtsbaum versammelter Kinder, die, wenn ich nicht irre, auf Deutsch O Tannenbaum singen. Damit ist bereits das Milieu meiner Kindheit beschrieben. Es ist jenes der noch nicht lange, aber vollkommen an die kulturelle Umgebung assimilierten Juden. Die Familientradition verlangte, dass meine Eltern einmal jährlich an Yom Kippur in die Synagoge gingen. Nach meiner Geburt brachen sie auch diese letzte Verbindung ab. Das heißt allerdings nicht, dass sie sich dem orthodoxen Staatsglauben annäherten. Um die Jahrhundertwende galt Religion in Russland mehr als anderswo den meisten Intellektuellen als mittelalterliches Überbleibsel. In Russland deshalb mehr als anderswo, weil sich alle gesellschaftlichen Missstände auf eine überkommene Autokratie zurückführen ließen. Wenn nur der Zar verschwände, so dachte die Mehrheit der Intelligenzia und der Juden einheilig, dämmere die Morgenröte schon von ganz allein. Die verspätete russische Aufklärung war in dieser Hinsicht besonders strikt und kategorisch, und die Vehemenz dieser Überzeugung lässt besser verstehen, was später geschehen sollte. Die Lebensphilosophie meines Vaters war simpel. Die Nicht-Existenz Gottes war durch die Omnipräsenz des Schlechten in der Welt bewiesen, und es verstand sich von selbst, dass die Zerschlagung des Zarismus die Welt weit weniger schlecht machen würde. Besonders gerne zitierte er ein Zigeunersprichwort: Die Wahrheit kennt nur der liebe Gott, doch auch er kennt nur einen kleinen Teil davon. Zur Verwendung des Wortes Zigeuner gibt es in diesem Buch eine Fußnote. Wir haben es in diesem Fall in der Übersetzung so stehen gelassen, aber es ist dann kritisch konterkariert. War er eher Agnostiker als Atheist? Metaphysisches trieb meinen Vater, der vor allem ein Mann der Tat war, jedenfalls nicht um. Seine Achtung für Literatur und geistige Arbeit jedoch waren klassisch jüdisch. Er blieb der Tradition außerdem in seiner Rolle als ausgezeichneter Ehemann und Vater treu. Seine Frau gebar ihm 5 Kinder, bei der Geburt des letzten starb sie. Meine Mutter war also die zweite Frau meines Vaters. Es handelte sich eher um eine Vernunft-Ehe. Sie kannten sich bereits seit längerer Zeit und sie imponierte ihm vor allem in ihrer Funktion als Gymnasiallehrerin. Ich bin über ihre Familie weitaus schlechter informiert als über meine Vorfahren väterlicherseits. Gleichfalls aus Odessa stammend, war sie schon seit mindestens 2 Generationen russifiziert. Mein Großvater mütterlicherseits war Lehrer in einer russischen Grundschule. Seine Tochter konnte eine höhere Sprosse erklimmen und Geschichte sowie Geografie an Gymnasien unterrichten, da sie ihr Studium mit besonderer Auszeichnung abgeschlossen hatte. Sie war eine sanfte Frau mit strengen Prinzipien. Idealistisch zollte sie mit großer Selbstverständlichkeit den tolstoischen Tugenden der Nächstenliebe, Bescheidenheit und Einfachheit Tribut. Sie verbot sogar ihrem umtriebigen Ehemann während der 2 oder 3 ersten Ehejahre, ihr auch nur ein einziges Kleid oder Schmuckstück zu schenken und nahm stattdessen mit ihrer alten Garderobe vorlieb. Überdies versuchte sie, vorsichtig und in ihrer intellektuellen Art, uns mit dem Jüdischen vertraut zu machen. Aber die Ehren, eine russischsprachige Zeitschrift für jüdische Kinder, interessierte mich nur mäßig. Statt mich in eine Chronik des Leidens zu versenken,
wie ich es letzten Endes zu tun gezwungen war, wollte ich damals lieber Astronom werden. Ich glaube, die 5 Stieftöchter, deren Älteste schon 15 Jahre alt war und sich eine Karriere als Sängerin in den Kopf gesetzt hatte, waren meiner Mutter eine schwere Bürde. Ihr erstes Kind erhöhte die Zahl der Töchter auf 6. Kann es da verwundern, dass die anlässlich meiner Geburt eintreffenden Glückwunsch-Telegramme sinngemäß verkündeten: Wir freuen uns, aber wir können es nicht glauben? Ist es außerdem verwunderlich, dass ich ein bemuttertes, übermäßig behütetes Kind war, mit dem erschwerenden Umstand, einem Geflecht an spezifisch russischen Tabus ausgesetzt zu sein, von denen die Erhebung der Lüge zur Todsünde nicht einmal am schwersten auszuhalten war? Waren es eigentlich russische oder russisch-jüdische Tabus? Wer weiß, wenn jedenfalls die russische Vorstellung von Sünde und das jüdische Schuldgefühl sich vereinigen, kann das weit führen. So zum Beispiel in der Kibbutzbewegung, die durchaus zum Teil von Tolstoi inspiriert ist. Für weitere Beispiele wende man sich der Geschichte der revolutionären Bewegung in Russland zu. Wie dem auch sei, was mich angeht, so rächte ich mich nach Kräften mit den klassischen Methoden, indem ich mich anflehen ließ, doch ja ordentlich zu essen und vor allem, indem ich Krankheiten am laufenden Band produzierte. In gewissem Sinne habe ich die Scharmützel eröffnet, kam ich doch von einem Ekzem bedeckt zur Welt. Da Antihistaminika damals noch unbekannt waren, verband man mir angeblich die Hände, um mich am Kratzen zu hindern. Das lässt an eine wohlbekannte Interpretation des russischen Nationalcharakters denken, die auf die Praxis zurückgeht, Säuglinge fest einzuwickeln. An jene mag man glauben oder nicht, wenn ich sie hier erwähne, dann nur, weil ich mich in dieser Hinsicht eher russisch als jüdisch fühle. Das Gleiche gilt für jenen leicht ins Verlogene kippenden Idealismus, der, um gleich das erste Beispiel zu nehmen, das mir in den Sinn kommt, lehrt, dass Geld etwas Schmutziges sei. Ich erinnere mich, dass Ärzten ihr Honorar nie sichtbar, sondern immer in einem Umschlag zugesteckt wurde. Mir verkomplizierte diese Haltung lebenslänglich das Dasein. Russisch war der Familienlegende zufolge auch die Kur, der das gelang, woran die Fachmedizin gescheitert war. Meine Nianja, mein Kindermädchen, heilte mein Ekzem, indem sie mir das Gesicht mit Crème fraîche einrieb. Dieselbe Nianja, die Mascha, Marie hieß, wollte, nachdem sie mich so wundersam geheilt hatte, offenbar auch meine Seele retten. Jedenfalls schleppte sie meine Schwester und mich in zahlreiche Kirchen und erzählte uns die Passionsgeschichte in ihren Worten. Wohlgemerkt nahm sie uns bei all dem unter Androhung ewiger Verdammnis das Versprechen ab, nichts davon unseren Eltern zu erzählen. Wir nahmen diese Drohungen ernst. Die Beziehungen zwischen jüdischen Kindern und christlichen Hausmädchen waren häufig ein heikles Kapitel, reich an Komplikationen und Geheimnissen, mehr oder weniger oben. Nianja Mascha, die uns sicherlich abgöttisch liebte, erzählte uns auch, wie in ihrem Dorf in Weißrussland die Christenkinder die jüdischen Kinder mit Brennnesseln auspeitschten. An all das erinnere ich mich nur vage und indem ich mich vor allem auf das Gedächtnis meiner älteren Schwester verlasse. Aber tatsächlich wurde ich infolge des Ekzems, das gelegentlich wieder auftauchte, von der Medizin zu einem empfindlichen Kind erklärt, das wie im Glashaus großgezogen und unter allen Umständen geschont werden musste. Man verschärfte die Vorsichtsmaßnahmen noch, nachdem etwa um 1915 eine schlimme Diphtherie ausgebrochen war, als meine Eltern gerade auf Reisen waren. Vielleicht schrie ich deswegen zum Zeichen des Protests: Böse Leute und nicht gute Leute, rettet mich! Danach folgten die klassischen Nachwirkungen, nämlich eine mehrere Wochen andauernde Lähmung der Beine. Ich kann nicht sagen, ob ich in diesem Fall somatisierte, wie man heute sagen würde, aber Tatsache ist, dass man mir damals verbot, das Lesen zu lernen. Ich reagierte damit, dass ich mir auf eigenen Wegen das Alphabet erschloss und ein fanatischer Leser wurde, der sich für das winzigste Stück gedruckten Papiers interessierte. Später spitzte ich alles noch zu, indem ich heimlich französische Autoren las, insbesondere Maupassant und Zola, die in Russland viel beliebter waren als in Frankreich, wahrscheinlich weil die Russen in diesen Klassikern einen Hauch der Erotik fanden. Zu dieser Zeit, wir befinden uns inzwischen in den Jahren 1916 bis 17, war mein Vater sehr reich geworden. Seine Geschäfte waren vielfältig. Eine internationale Handelsgesellschaft, eine Werbeagentur, vor allem aber eine Reihe an Zeitungen, die sein Eigentum waren und von so liberaler Ausrichtung, wie es vernünftigerweise noch möglich war. 4 Tageszeitungen in St. Petersburg, wo er seit 1906 wohnte, eine in Vilnius und eine in Odessa.
Er beteiligte sich außerdem an der Veröffentlichung von Retsch, dem wichtigsten Nichtregierungsorgan in Russland, das vom Staatsmann Pavel Miljukow geleitet wurde. Wir bewohnten eine großzügige Wohnung auf der Wassiljewski-Insel am Ufer der Neva. Der Hauptflügel war den Erwachsenen vorbehalten, wohingegen mein Zimmer Teil des Nebenflügels war, in dem sich die Küche und die Wäschekammer befanden. Meine Eltern verzichteten darauf, ihren Reichtum zur Schau zu stellen, denn in diesem Punkt war meine Mutter unnachgiebig. Lediglich zwei Hauseingestellte und weder Pferdekutsche noch Auto. Ein erwachsener Cousin, der meinem Vater bei seinen Geschäften zur Hand ging, besaß bereits eins. Ebenso war die obligatorische westliche Gouvernante nur eine Deutschspaltin und befand sich somit auf der niedrigsten Stufe jener Hierarchie, deren ersten Rang die Engländerinnen einnahmen, gefolgt von den Französinnen und den Deutschen. Die brave Frau Valise Bergou, die uns später in die Emigration folgte und ihr Leben als Kindermädchen meines Urgroßneffen Simon Andrieux in Paris beschloss, hatte meine Schwester schnell für unausstehlich und jungenhaft erklärt und gab mir daher den Vorzug. Dennoch mied ich ganz und gar nicht die turbulenten Kinderspiele, das Fangen und Verstecken, wobei uns aber jeder Kontakt mit den sagenhaften Jungen von der Straße strikt verboten worden war. Uns blieb somit in erster Linie ein halbes Dutzend Cousins und Cousinen. Die Politik der Weltkrieg, davon wurden wir ziemlich hermetisch abgeschlossen. Die einzige Erinnerung, die ich etwa an den Sommer 1914 habe, ist das Gezeter einer Tante über den Anstieg der Preise von Obst und Gemüse. Sicherlich legte man in der Familie patriotische Gefühle. Zwei meiner älteren Schwestern besuchten Krankenschwestern wurden. Doch ich glaube, die Nachricht von den russischen Niederlagen und erst recht die Debatten über die Unfähigkeit der Regierung oder die Gerüchte über den Verrat der Zaren sind nie zu uns Kindern durchgekommen. Was die Revolution betrifft, so kann ich mich gerade noch an die Stromausfälle erinnern, von denen mich einer in Rage brachte, weil die einzige verfügbare Kerze in unserem Flügel der Wohnung zum Beleuchten der Küche und nicht unseres Zimmers diente. Wir haben ein Recht auf die Kerze, schrie ich, denn wir sind nobler Abstand. Ist es ein Wunder, dass ein Kind männlichen Geschlechts, das auf sechs Mädchen folgt und schon deshalb für etwas Besonderes gehalten wird, völlig von sich selbst eingenommen ist? Da kommt mir noch eine weitere Erinnerung an mein feudalherrenartiges Betragen. In einem Gespräch erklärte mir unsere Gouvernante, dass St. Petersburg, damals Petrograd, von Peter dem Großen gegründet worden war, wohingegen ich darauf bestand, dass es sich um eine jüdische Gründung handelt. Und das, obwohl uns unsere Eltern das völlig und unwissend über unser Judentum gelassen hatten. Ganz selten nur, wenn sie von uns nicht verstanden werden wollten, bedienten sie sich des Jüdischen, des Jiddischen, das sie ansonsten abfällig als Jargon abtaten. Woher kam also meine Verehrung eines Jüdischen? Heute kann ich sagen, dass ich mit einer wirklich jüdischen Erziehung niemals Anspruch auf die Lorbeeren für die Erbauung des Russischen Reiches erhoben hätte. Die Assimilation und nur sie befördert diese Art der Umnachtung. Es ist allerdings möglich, dass ich zu Hause Äußerungen über die Intelligenz und den Tatendrang der Juden gehört und daraus größenwahnsinnige Schlüsse gezogen habe. Von den ersten 8 Jahren meines Lebens behalte ich die Erinnerung an Schlitten, die über Schnee gleiten, an gestrickte schwarze Unterwäsche und Wohnungen mit Doppelfenstern. Oder aber an die Ostseestädte in Finnland, wo wir unsere Sommerferien verbrachten. So auch im Sommer 1917. Wir verbrachten sie in Terjeuki, etwa 20 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, und mein Vater begab sich wie üblich jeden Tag ins Büro, auf russisch Konsorge. Eines Abends berichtete er von den neuesten politischen Entwicklungen, die ich so verstand, dass ich ausrief, Petrograd sei das Kontor der Revolution. Es ging dabei höchstwahrscheinlich um die versuchte Konterrevolution des Generals Korniakow. Das Einzige, woran ich mich vom Staatsstreich im Oktober erinnere, ist die Bildung eines Frauenbataillons, das gelobte, die Bolschewiki niederzuschlagen. Offenkundig waren die Sympathien der Familie auf Seiten dieser Damen. Auch erinnere ich mich an die Hungersnot im Winter 1917-18, denn an manchen Abenden aßen wir Frikadellen aus Kartoffelschalen. Und an die Verhaftung eines Onkels durch die eben gegründete Tscheka, die allerdings zu diesem Zeitpunkt noch als Behörde wie jeder andere angesehen wurde, weshalb mein Vater nichts dabei fand, sofort hinzugehen, um gegen einen derart willkürlichen Akt zu protestieren und es tatsächlich schaffte, seinen Schwager zu befreien. Der Bürgerkrieg wie der eigentliche Terror hatten also noch nicht begonnen. Aber die Hungersnot wurde schlimmer und sie war es, die meinen Vater dazu bewegte,
Zeitungen, die ohnehin nicht mehr erscheinen konnten, und Handelsgesellschaften, die ihre Aktivität eingestellt hatten, zurückzulassen, um mit der Familie in den heimatlichen Süden zu ziehen, nach Odessa. Ich lese jetzt ein etwas kürzeres Kapitel vor mit dem Titel Der Zauber Deutschlands. Die Familie Poljakow ist 1920 im Zuge der russischen Bürgerkriegs geflohen, und zwar erstmal nach Paris. Also 1920 kam sie in Paris an. Und da ist Leon Poljakow dann zum ersten Mal zur Schule gegangen. Das war vorher nicht möglich während des Bürgerkriegs. Und dieses erste Schuljahr hatte als eine nicht so schöne Erinnerung gehabt, weil die Schüler alle sehr distanziert waren. Er war sozusagen Ausländer und ist in einem relativ bourgeoisen Viertel zur Schule gegangen. Und hat dieses erste Schuljahr halt nicht sehr schön erlebt und ist dann aber ein Jahr später, 1921, mit seiner Familie dann nach Berlin gegangen. Und von diesem Aufenthalt in Berlin zwischen 1921 und 1924 erzählt das, was ich jetzt kurz vorlesen möchte. Um 1921 hatte sich in Berlin, ganz neben Paris, eine überaus große russische Kolonie mit ihren eigenen Zeitungen, Schulen, Restaurants und Clubs gebildet. Unsere Mutter war die Gründungsinitiatorin eines Zentrums zur Wahrung der russischen Kultur, der russischen Ecke, in der etwa 20 junge Mädchen zusammenkamen. Bestimmt waren drei Viertel dieser Kinder jüdischer Herkunft. Eine noch auffälligere Verteilung fand ich an der Goethe-Schule vor, im Gymnasium, an dem ich angemeldet wurde. Von den vier Parallelklassen waren drei den Lutheranern vorbehalten, während alle Juden plus etwa ein Dutzend Katholiken in der vierten versammelt waren. Tatsächlich ließ sich dieses Ghetto durch den Lehrplan begründen, in dem Religion ein Pflichtfach war. Übrigens auch einfach, dass zumindest bei uns Juden Anlass zu lärmendem Aufruhr gab, der manchmal in wichtige Raufereien ausartete. Wir Kinder, egal ob einheimischer, polnischer oder russischer Herkunft, fühlten uns bis auf ein oder zwei Ausnahmen fast gar nicht zum mosaischen Gesetz hingezogen, interessierten uns dafür aber lebhaft für die alten germanischen Traditionen und Heldengestalten. Deutschland war das einzige westliche Land, in dem die einheimische vorchristliche Mythologie in der Schule unterrichtet wurde. Die Weimarer Republik hielt an dieser Gepflogenheit fest, und im damaligen Zeitgeist übertrieben es die Lehrer meist noch damit. So war es auch bei unserem Klassenlehrer, Oberstudienrat Hoffmann, wenn er uns von den Heldentaten der Wikinger, unter anderem barbarischen Eroberer, erzählte. Ich erinnere mich an die Begeisterung meines Mitschülers und besten Freundes Eugene Grünberg, sowie ich jüdischer Russe, am Tag, nachdem er die Ehre gehabt hatte, Oberstudienrat Hoffmann zu Hause zu besuchen. Du hättest deine Frau sehen sollen, die ist eine richtige Germanin, groß und blond. Ich erinnere mich auch noch an meine Lieblingslektüre damals, die Werke des Romanciers Felix Dahm, einen Alexandre Dumas im Kleinen, der sich aufs Heraufbeschwören der Kämpfe zwischen Germanen und Römern, zwischen den Goten und Byzanz spezialisiert hatte. Oder auch an den Film Friedericus Rex, dessen Titel Musik ich immer noch singen kann. In meiner noch frischen Deutschlandbegeisterung schockierte mich der Gebrauch der Prügelstrafe an der Goethe-Schule ganz und gar nicht. Und die Entrüstung meiner Mutter darüber, dass es schlimmer als mit der Knute, blieb mir unverständlich. Dass ich zum Entsetzen meiner Eltern innerhalb weniger Wochen dieser Geisteshaltung verfiel, lag daran, dass ich von unserer jüdischen Klasse genauso einhellig geteilt wurde wie von den Klassen der Christen und dass sie mit einer Kameradschaft und einer Gemeinschaftssinn einhergingen, die mir eine Welt voller neuer Freuden erschlossen. Am Lycée in Paris hatte ich nichts Vergleichbares erlebt. Am ersten Tag wurde ich, der Neue, umringt und feierlich begrüßt. Und deshalb kann ich noch heute alle Namen meiner Mitschüler aus dem Jahr 1922-23 aufsagen. All diese Kinder an der Goethe-Schule waren, egal ob jüdisch oder nicht, große Kämpfer und Sportler Naturen. Und ich, der bis dahin noch nicht mal auf ein Fahrrad steigen wollte, stürzte mich in all diese Vergnügungen und Raufereien hinein. Ich wurde sogar zu einem ziemlich wackeren Raufbold. Und besonders angesehen war ich als Ritter zu Pferde. Das heißt, auf den Schultern eines Kameraden sitzen, wobei es nämlich Spiel darum ging, den anderen Reiter zu Fall zu bringen. In jener deutschen Schule wurden die Freundschaften und der Sportsgeist gepflegt durch die zwei oder drei wöchentlichen Schulstunden, die dem Turn- und Mannschaftssport gewidmet waren.
vor allem aber durch die Sonntagsausflüge unter der Aufsicht von Herrn Hoffmann, der uns neben der Liebe zur Natur zugleich die Liebe zum schikanierten deutschen Vaterland einschärfte. Ich ließ mich so sehr indoktrinieren, dass ich am Tag nach der Ruhrbesetzung durch Frankreich im Jahre 1923, einem Ereignis, das einen Trauertag und eine patriotische Ansprache des Rektors der Goethe-Schule zur Folge hatte, davon träumte, Kampfflieger zu werden und mit einer gut gezielten Bombe den Élysée-Palast zu zerstören. An eine vergleichbare Staatsdauer nach dem Mord an den jüdischen Minister Walter Rathenau im Juni 1922 kann ich mich nicht erinnern. Weder die Anstrengung meiner Mutter, mich zu russifizieren, noch der zweimal in der Woche stattfindende Religionsunterricht bei unserem armen Rang Sanomo vermochten die Fluten des germanischen Patriotismus aufzuhalten, die mich wie all meine Mitschüler überspülten. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Ausnahmen von diesem jugendlichen Eifer gab. Zumindest gab es keine erklärten. Erhält mich der Kontrast zwischen der Stimmung am Lycée Janson und jener an der Goethe-Schule während der 1920er Jahre, die Verwerfung und das Unheil Europas in den darauffolgenden Jahrzehnten? Aber mir ist es wichtig, noch einen anderen Punkt hervorzuheben. Zumindest im Rahmen des Berliner Gymnasiums mit vielleicht 1000 Schülern beobachtete ich trotz des übersteigerten Deutschland-Eifers kein einziges Mal auch nur das kleinste antisemitische Ereignis. Ich war schon aufgeweckt genug, um mich für diese Frage zu interessieren. Im Übrigen kam es auf der Straße bereits häufig zu solchen Vorfällen, in der Form von an Mauern oder auf den Bürgersteigen gemalten Hakenkreuzen oder Rappeleien unter Jugendlichen. Es gab welche, die einen mit drohenden Ton in der Stimme fragten: Dicker, bist du Jude? Hoffe ich, es für geschickt hier zu antworten, das geht dich nichts an. Schließlich lief es im Herbst 1923 auf den Hintergrund schon über mein Haus. Und die Partei der Nazis sollte bei 14 Abgeordneten im Reichstag stellen. Die Gefahr begann unübersehbar zu werden. Doch wie die Spezialisten von heute wissen, ging der deutsche Nationalismus nicht zwangsläufig mit Antisemitismus einher. Selbst die Mitglieder der NSDAP waren häufig nur der Form halber Antisemiten, aus Ehrerbietung von Führer, wenn man so will. Ich kann nur feststellen, dass für mich als Schüler und in dem Sonderfall Berlin in den Jahren 1921 bis 1923 der Antisemitismus nur wenig wahrnehmbar war. Und so trug diese noch relativ wenig durch die Hirngespinste der Rassisten verpestete Atmosphäre dazu bei, dass mir jene Jahre als die glücklichste Zeit meiner Jugend in Erinnerung bleiben. Jene, in der ich mich meines unangenehmen Daseins als kränkliches und erkenntliches Kind umgebe. Es ist viel Zeit vergangen jetzt im Leben von Jan Polakow. Also die Polakows sind zurückgegangen nach Paris. Sein Vater hat dann eine Migrantenzeitung aufgemacht, die ging dann im Rahmen der Pariser Tageblatt-Affäre den Bach runter. Die Eltern sind rechtzeitig, muss man fast sagen, vor dem Krieg gestorben. Polakow war, wie wir gehört haben, französischer Soldat, ist in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten, ist dann von einem deutschen Oberzheimer Rohr, hieß er, befreit worden, mehr oder weniger, also zu Flucht verholfen worden, weil er mitbekommen hat, dass er Jude ist und dass Juden besonders bedroht sind. Er hat eine Zeit lang in Paris zubringen können, als die ersten Razzien in Paris begonnen haben, 1941. Hat er es vorgezogen, sich nach Südfrankreich abzusetzen. Vielleicht ganz kurz noch zur Aufteilung Frankreichs, als Frankreich 1940 vom Deutschen Reich überfallen wurde, als Frankreich sukzessive eigentlich fünf geteilt wurde. Das heißt, das heutige Elsass-Lothringen, ich sage, dass wir keine Karte haben, aber das Elsass-Lothringen ist im Deutschen Reich annektiert worden, ein kleiner Teil am Kanal ist im deutschen Militär Bereich Belgien zugeschlagen worden, Paris und eigentlich die gesamte Atlantikküste Nordfrankreich sind vorher von den Deutschen besetzt worden. Ein kleiner Teil in den Alpen und also in Italien annektiert worden und in Zentralfrankreich, in einem Badeort, Kurort Vichy, hat sich ein antisemitisches französisches autoritäres Regime unter den Weltkriegshelden und Marschallhelden etabliert. Dieses Regime hat eigentlich ungefragt auch Juden verfolgt.
war erstmal ungefragt. Also die Ursprungsinitiative ging vom Schneeregime aus. Sie haben kollaboriert, haben auch Kommunisten verfolgt, haben auch Sinti und Roma verfolgt. Man kann das durchaus auch als faschistisch bezeichnen. Dennoch war es für viele Franzosen besser, in diesem sogenannten freien Teil von Frankreich zu leben, weil einfach die Verfolgungsdichte nicht so groß war und es immer auch diese beiden Frankreichs gab, also immer auch das antifaschistische Volk, wenn man so da versteckt hat. Als im November 1942 dann die Alliierten in Nordafrika gelandet sind, also die Amerikaner sind in Algerien gelandet, was noch zum Regime gehörte. Die französischen Truppen da nebenbei haben auch ein bisschen Widerstand geleistet gegen die Landung der Amerikaner. Ist dann ein großer Teil von Südfrankreich, der eine Teil von Italienern besetzt worden und dieser freie Staat von Vichy von den Deutschen besetzt worden. Genau in der Zeit war Poliakow auch in Südfrankreich. Eine Besonderheit gab es in der italienischen Zone. In der italienischen Zone hat das italienische Militär, das nicht so faschistisch durchdrungen war, sondern eher königlich, monarchistisch, autoritär war, sich geweigert, die Juden zu verfolgen. Das heißt, die Revolution ist entstanden, dass faschistisches italienisches Militär Juden geschützt hat, auch zum Teil wegen Korruption, aber nicht nur, die von französischen kollaborierenden Polizisten verfolgt wurden. Von Karib bis Maskille. Mussolini war gerade in Macht geworden. Italien wechselte die Seiten. Das Ende des Krieges war noch nicht mehr weit entfernt. Doch würde nicht vorher noch die deutschen Besatzer an die Stelle der italienischen treten. Gegen Ende August bat mich der Rabbi, zu ihm zu kommen. Also Poliakow hat für einen Rabbiner auch gearbeitet in Marseille. Und dann hat er die Szene in seinem klassischen Rabbiner. Ich habe gerade erfahren, dass die Italiener in einigen Stunden im ganzen Südosten mit Ausnahme der Bruder evakuieren werden. Ich habe entschieden, nach Nizza zu gehen. Wir werden gut 100 Leute sein. Um die italienische Zone nicht zu verlassen, werden wir mit Bussen auf der alten Fernstraße fahren. Würden Sie mit dem Zug vorausfahren, um unser Quartier vorzubereiten? Ich wollte eben noch mal eine Rede von einem Mitglied der Resistance, ein Juristentreffen, den ich seit langem nicht mehr gesehen hatte. Dennoch akzeptierte ich auf der Stelle und 48 Stunden später kam ich in die Zahlen. Es gab keinen Platz mehr in den Hotels. Der Rabbi war gut beraten gewesen, mich als Kundschaft zu senden. Aus Grenoble, aus Aix-les-Bains und aus Cannes strömten die Juden nach Nizza. Nachdem ich den ganzen Tag umhergelaufen war, hatte ich es endlich geschafft, 15 Zimmer in unterschiedlichen Hotels zu ergattern. Die Karawane des Rabbiners kam, von Müdigkeit gezeichnet, am nächsten Tag über die Berge in Napoleon ein. Außer den Kindern und den Seminaristen hatten sich mehrere jüdisch-orthodoxe Familien im Konvoi angeschlossen. Nachdem ich den ganzen Morgen damit verbracht hatte, all diese Leute runterzubringen, war ich gerade dabei, mit dem Rabbiner ein Café im großen Saal des Hotels Rivoli anzunehmen, als ein ehrwürdiges Mitglied seines Gefolges, Dirk Schächter, mit vor Freude leuchtenden Augen dazwischen war. Italien hat den Waffenstillstand unterzeichnet. Es hat die Seiten gewechselt. Wir befinden uns jetzt auf dem Territorium der Alliierten. Herr Rabbiner, noch heute Nacht werden sogar die Amerikaner in Nizza landen. Nun schien in der Tat alles möglich zu sein. Und nur einige Minuten danach stürmten zwei deutsche Feldgendarmen in Uniform durch die Drehtür und stellten sich vor uns auf. Waren sie durch das Fenster auf den Rabbinermantel aufmerksam geworden? Jude, komm her. Der Ruder, steh auf und komm mit, würden sie. Der Eigentümer des Hotels trat ihm sofort entgegen. Der Herr ist mein Gast. Haben Sie hierfür einen Befehl? Die beiden Schergen, die offenbar eine eigene Regie handelten, insistierten nicht weiter. Wir kommen wieder, Jude. Riefen sie dann gehen. Abends ging ich aus, um mich auf der Promenade zum Berg umzusehen. Es war heiß und laut. Ein Militärkonvoi stand aufgereiht entlang des Bürgersteigs, aber es waren keine Italiener. Kräftige Gestalten in der erdfarbenen Uniform des Afrikakorps liefen dämmerlich auf und ab und riefen sich mit rauen Stimmen gegenseitig Befehle zu. Gefahr lag in der Luft. Doch am nächsten Tag geschah nichts und auch nicht am übernächsten. Aber auch die Hoffnung auf die Landung der Amerikaner wird sich zerschlagen. An der Küste wimmelt es nur so von deutschen Soldaten. Das Gros der Italiener war abgezogen. Auf den Straßen sahen nur noch Gruppen fliehender italienischer Soldaten, die zu Fuß in ihr Land zurückzukommen versuchen.
Der Rabbiner hatte sich ebenfalls in den Kopf gesetzt, einen Teil aufzubrechen und seinem Auftrag neben die italienische Konkordat, das im Hotel Continental untergebracht war. Ein Beamter bat mich, am Nachmittag noch einmal zu kommen, aber als ich wieder auftauchte, beschwor mich zu verschwinden. Retten Sie sich, die Deutschen waren vorhin hier. Sie suchen Juden. Sie können jeden Moment wieder hier sein. Am dritten Tag, an einem Sonntag, erzählte uns Reb Schächter im Hotel Rivoli im ganzen Körper zittern von den Deutschen. Vorhin gab mir ein Druck das Zeichen zum Stehenbleiben. Drei Offiziere im Hemdsärmel befahlen mir: Hab keine Angst, Jude, wir tun dir nichts. Sag uns nur, wo Koblenz, der Chef eurer Gemeinde wohnt. Ich weiß es nicht. Bin ich denn hier? Bin gerade erst angekommen. Warum bist du noch nicht so gekommen? Was tun die ganzen Juden in Nizza? Wie viele seid ihr jetzt? Ich weiß es nicht. Wir wissen es genau. Ihr seid mindestens 30.000. Wenn du nicht weißt, wo Koblenz wohnt, sag uns, wo die Synagoge ist. Schächter führte sich die Synagoge, wo zu seinem großen Erstaunen tatsächlich freigelassen wurde. Er konnte es nicht fassen. Am Nachmittag wurde ich beim Verlassen des Hotels ebenfalls angehalten. Nach einem Moment des Zweifels näherte ich mit dem Wagen, der neben mir angehalten hatte. Der Fahrer wollte von mir wissen, wo eine bestimmte Straße zu finden wäre. Zweite rechts, erste links, brach noch gut genug raus. Der Wagen fuhr weiter. René gegen Brunner. Bei Brunner handelt es sich um Alois Brunner, den Stellvertreter von Adolf Eichmann, einer österreichischen Nationalsozialisten der ersten Stunde, der an verschiedenen Deportationen und Vernichtungsaktionen der Nazis beteiligt war, aber auch unter anderem an der Deportation von fast 80.000 Juden aus Thessaloniki beteiligt, ist dann von Eichmann nach Frankreich entsandt worden, um da die Deportation der französischen Juden voranzubringen. Und er ist dann nach Nizza abgemandiert worden. Er hat den Krieg überlebt, also er konnte den Kriegswehren untertauchen, ist dann nach Syrien gegangen, hat dem Assad-Regime vorgedient und ist dann erst 2010 friedlich in Damaskus gestorben. Kollegen Brunner. Am Sonntag, dem berüchtigten Sonntag, an dem die Jagd geöffnet wurde, kam Umdreh mit seiner ganzen Mannschaft in Nizza an. Und zwei Tage später erschien Maurice Brenet auf der Bildfläche. Sah so, wie er lebte und lebte. Er setzte in dieser furchtbaren Situation in Nizza mit auch nur einem Quäntchen seiner Gelassenheit und seiner verführerischen Art verloren. Er war gerade noch einmal davor gekommen. Vor einer Woche in Paris verhaftet, war er nach 24 Stunden Haft in Drancy wegen seines harmlosen Aussehens freigelassen worden. Als offizieller Funktionär der jüdischen Gemeinde von Marseille war er heimlich nach Nizza gekommen, um die Arbeit an verschiedenen Organisationen zu koordinieren. Es gab vier oder fünf davon. Neben der von André gab es die zionistische Jugend, eine Organisation der jüdischen Kommunisten und jüdischen Pfadfinder, die vermutlich die beste Arbeit leisteten. Zum Verständnis muss ich noch auf einige sprachliche Details hinweisen. Denn der registrierte Ausweis in der Zeit ist CI, der nicht registrierte Ausweis BIF, eine Lebensmittelkarte CA. Die Musikanten waren Juden im Allgemeinen. Pianist bedeutet Kommunist, Saxophonist, Widerstandskämpfer. Saxophon wurde eine Feuerwaffe genannt, ein Revolver oder eine Maschinenpistole. Die clandestinen Wohnungen wurden als Labore bezeichnet. In Nizza besaßen die Pfadfinder eine bemerkenswert gut ausgestattete illegale Wohnung, von der auch die anderen Organisationen profitierten. Sie waren in der zweiten Etage eines ruhigen Hauses in der Rue Verdier eingerichtet worden. Man erhielt Zugang, indem man die gewohnten Vorsichtsmaßnahmen beachtete, wenn ein bestimmter Fensterladen offen stand, wenn man einen bestimmten abgesprochenen Rhythmus geklingelt hatte. Eines Tages fasste Maurice der Aufgeregte die Situation in einigen Kurs zusammen. Ich bin Teil einer Kampforganisation und ich weiß, was ich riskiere. Es gibt hier in Nizza zurzeit bei einer Bevölkerung von 200.000 Menschen fast 25.000 Juden. Falls sie hier bleiben, werden sie alle irgendwann erwischt werden. Ich verfüge über fünf verschiedene Stempel, einer davon deiner. Und ich erwarte noch vier andere. Man muss 25.000 falsche Ausweise herstellen und alle Juden zwingen, mit dem Zug, dem Lastwagen oder dem Fahrer zu verschwinden. Ein Viertel, ein Drittel wird vielleicht unterwegs erwischt. Na gut, wir werden vielleicht selbst entdeckt und verhaftet. Na gut, damit müssen wir rechnen. Zu was sind wir sonst da?
Maurice, der aufgeregt über neue Pfadfinder mit dem Tuch Seidenhemden, der jeden Tag wechselt. Obwohl noch jung, war er bereits Handelsvertreter gewesen, schließlich Industrievertreter, was ihn von anderen jungen Menschen absetzte. Seine ruckartigen Gesten, mit denen er seine Gedanken unterstrich, und Zucken des Mundwinkels, hatten seinen seltsamen Kosenamen angebracht. Er war ein geborener Chef und deshalb schmerzend großen Boss des Labors geworden. Die Nizza unterlief ihm trotz seiner berüchtigten Kühnheit nie entzogen. Doch kurz vor der Befreiung geriet er in Paris in einen Hinterhalt. Erst in den Folterkammern gestorben, ohne irgendetwas verraten zu haben. Getötet oder ermordet wurden auch seine Assistenten. Kommunisten der Nizza blieben Einzelgänger und hatten nur wenige Kontakte und Verbindungen mit den anderen Organisationen. Einige Tage nach meiner Ankunft traf ich auf der Straße einen Kameraden von meiner früheren Schule, Georges Polanski. Gegenüber Georges fand ich keinen Gutes gewissen. Es gibt oft Schulkinder, die von den anderen nicht in Frieden gelassen werden. Es reicht, dass sie eine Schwäche haben. Nun, Georges hatte viele Schwächen. Er war arm, schüchtern, kurzsichtig und sportlich. Er wurde also ständig verschwunden. Einige Jahre später, als ich erfuhr, dass er nach Spanien gegangen war, um den Bürgerkrieg zu kämpfen, dachte ich, das sei ein schlechter Witz. Als ich ihn in Nizza mit seinem bloßen Haarschnitt wieder sah, war er noch meine erste Frage gewesen, ob er wirklich in Spanien gekämpft hat. Ich erfuhr, dass er seit vielen Jahren militanter Kommunist war und dass er beauftragt worden war, Möglichkeiten zur Rettung der Nizza-Einkesselung Juden zu eruieren. Ich stellte ihn auf Dreh vor und ich weiß, dass sie in Kontakt blieben. Über mehr bin ich nicht im Bild. Weil beide strengen Regeln die clandestine Arbeit erfolgt. So standen also an der Hand von Mädchen und Jungen mir als erstes alles ohne gegenüber. Es ging um die Leben von 25.000 Jungen. Aus schierer Not hatten sie mit den Techniken des Kampfes vertraut gemacht. Und eben hier lag die größte Schwierigkeit. Es ist nicht leicht, sich zu beschweren, wenn man 25.000 Komplizen hat. Bilanz der Aktion von Nizza. Von den 65.000 Befehlenden waren 203.000 erwischt und deportiert worden. Die anderen konnten sich in alle Winde zerstreuen und in den ruhigeren Städten und Landstrichen untertauchen. Ich sah in der Gegend von Le Chambos in Lyon. Von gut 100 Pfadfindern und spontanen Helfern wurde beinahe die Hälfte erwischt und deportiert. Der ruhigste Aufgeregte hat es kommen. Kann sie noch zuhören? Weiß sie noch was hören? Ja, dann würde ich noch ein kleines Stück dazu lesen, wie Poljakow bei den Nürnberger Prozessen war. Und zwar hat er, nach dem Teil, den Alex eben vorgelesen hat, noch einige Zeit eben in Nizza verbracht und weitere Menschen gerettet und hat sich dann aber irgendwann selber auf dieses gerade erwähnte Hochplateau bei Le Chambos zurückgezogen und eben sich dort versteckt und dort vielleicht auch die letzten paar Wochen und dann den ganzen Krieg überlebt. Und dann ist er zurück nach Paris gegangen, wo er dann sich quasi nach Kriegsende ganz banal erstmal damit beschäftigen musste, wie er jetzt eigentlich finanziell auch über die Runden kommt. Und er hat dann nach einigen Suchen einen Bazar gefunden, das Grab ist, bei dem er schon in Nizza gearbeitet hatte. Und dieser Cousin hat schon während des Krieges eigentlich in Grenoble angefangen, die Nazi-Verbrechen zu dokumentieren mit einer Gruppe Mitarbeiter. Genau, in dessen Auftrag arbeitet er dann vorerst und geht in dieser Funktion eben auch nach Nürnberg. Vielleicht bin ich ein geborener Forscher. In jedem Fall gelang mir mit meinem ersten Versuch gleich ein Meisterstück. Bewaffnet mit Empfehlungsschreiben von Augustin Godard, einem ehemaligen Minister der Dritten Republik, versuchte ich mein Glück beim Innenministerium an der Place Bourbon,
wo man mich von Büro zu Büro schickte, bis ich bei Kommissar Berger von der Staatspolizei endlich Erfolg hatte. Ich hatte kaum den Mund aufgemacht, um ihm mein Anliegen zu schildern, da wies er schon mit dem Finger auf eine große Holztruhe in einer Ecke des Zimmers. Das hier sind Archive, die wir beschlagnahmt haben, aber ich spreche kein Deutsch, sagt er. Würden Sie mir sagen, worum es sich handelt? Ich werde nie verstehen, warum Kommissar Berger und sein Assistent Kommissar Bien mir auf Anhieb völliges Vertrauen entgegenbrachten. Aber Tatsache ist, dass die Truhe die Registratur der Archive der SS in Frankreich, die man damals verallgemeinert die Gestapo nannte, enthielt. Und dass ich mich ausführlich damit befassen durfte. Mehr noch, es wurde zu meiner Aufgabe, Berger oder Bien alle Fälle von Kollaboration oder Denunziation anzuzeigen, die eine Strafverfolgung rechtfertigten. Außerdem hatte ich freie Hand, die interessantesten Dokumente mitzunehmen, um sie im CDJC auf Mikrofon aufnehmen zu lassen. Das CDJC ist dieses Dokumentationszentrum, das der gesagt Schneerson gegründet hat. Gegen Ende des Jahres 1945 begannen die Nürnberger Prozesse, die die Regierungen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, der Sowjetunion und Frankreichs gegen 20 Verantwortliche des Dritten Reiches, einen voran Hermann Göring, eingeleitet hatten. Übrigens wurden die Prozesse von Beginn an in Frage gestellt, zumindest in den neutralen sowie den angelsächsischen Ländern, da die Sieger den Besiegten den Prozess machten und dabei zudem gegen die uralte Maxime des Nulla Poena Sine Lege gehandelt wurden. Wie dem auch sei, seit vielen Monaten schon bereiteten Amerikaner, Briten und Sowjets ihre Anklageschriften vor, hauptsächlich anhand der Nazi-Archive, die ihnen in die Hände gefallen waren. Allein der französischen Delegation, die von François de Menthon und Edgar Vogt geleitet wurde, fehlte solche Munition, denn niemand hatte ihnen die Existenz meiner Truhe gemeldet. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Wege Schneerson von dieser Situation erfuhr. Jedenfalls nutzte er sie mit seiner typischen Geschicklichkeit. Nicht nur machte er die von mir geleistete Arbeit zu Geld, indem er es erreichte, dass die berühmte Truhe dem CDOC anvertraut wurde, sondern er ließ die französische Delegation mich als Experten aufnehmen, in der Hoffnung auf weitere Heldentaten und Funde. Eines Tages im Winter 1946 machte ich mich also auf den Weg nach Nürnberg. Es war ein außerordentliches Privileg, an den Prozessen teilnehmen zu dürfen. Nicht zuletzt aufgrund der Transportschwierigkeiten und des fehlenden Platzes in einer Stadt, die zu 90% zerstört war. Ein einziges Hotel war von der Bombardierung verschont geblieben, das Grand Hotel. Und dieses musste nun sämtliche Zuschauer aus aller Welt beherbergen, von jedem jeweiligen Delegationen ganz zu schweigen. Sobald ich untergebracht war, hatte ich dank der sprichwörtlichen Hilfsbereitschaft der Amerikaner, die Stadt und Prozess verwalteten, keine Mühe, in den Archiven reichlich fündig zu werden. Gleichzeitig knüpfte ich Kontakte mit den russischen Journalisten und Schriftstellern, die sich ungemein für alle westlichen Angelegenheiten interessierten. Ich erinnere mich der unablässigen Fragen von Konstantin Filin, dem ich Sartres Existenzialismus erklären musste, und ebenso des schlechten Benehmens des Dramaturgen Vsevolod Wischnewski, der, da er in den Whisky zu sehr zugeneigt war, nach Moskau zurückbeordert wurde. Mein schwierigstes Problem bestand aber doch darin, vor Ort zu bleiben. Die mit der Hotelverwaltung betrauten amerikanischen Offiziere versuchten schon in der ersten Woche, mich zur Heimfahrt zu bewegen. Edgar Vogt verteidigte mich, weniger weil ich ein unverzichtbarer Experte war, als aufgrund seiner politischen Ambitionen, Beziehungen zu den Russen aufzubauen, wofür ich unersetzlich schien. Und der Prozess? Dieses Spektakel war schon nach dem zweiten Besuch des Gerichtssaales langweilig und ich bin mir nicht sicher, mehr als zweimal hingegangen zu sein. Beziehungsweise ließ die hervorragende Schriftstellerin Lucie Vogt, die Frau von Edgar, im Hinblick auf die Angeklagten auf den Punkt brachte, man hält sie am Ende noch für Bekanntschaften. Ich wollte dennoch einen direkten Kontakt zu ihnen herstellen. Die Gelegenheit bot sich, als ein Angeklagter zweiten Ranges, der ehemalige Führer der Auslandsdeutschen, Ole, öffentlich sein Gewissen erleichtern wollte und mich durch einen der Ankläger bat, eine Verbindung mit einer offiziellen jüdischen Organisation herzustellen. Ich sprach mit den Leuten vom Jüdischen Weltkongress und von Neibrit darüber, aber sie zeigten nicht das geringste Interesse an der Reue dieses Nazis. Hans Frank, der Gauleiter Polens, war es, der sich gegen Ende des Prozesses zu einem bedingungs- und rückhaltlosen Mea culpa entschloss. Zitat: 1000 Jahre werden vergehen und diese Schande wird noch nicht getilgt sein. Zitat Ende. Was habe ich letztlich von Nürnberg gehalten?
der ergreifendste Anblick ist in meiner Erinnerung ein wenig verblasst. Die dem Erdboden gleichgemachte Stadt, Ruinenfelder, soweit das Auge reichte, und quer über diese Felderpisten, die einst Straßen gewesen waren und die den Besatzern, die wir nun waren, als Spazierwege dienten. Deutschland zur Stunde Null. Kinder, die um Zigaretten bettelten, und noch eine begegnen. Zwei junge Mädchen, die meinen Freund Josef Billig und mich belästigten. Ihr seid Juden, wir sehen es an eurem Blick. Besser erinnere ich mich an die Eingangshalle des Raumhotels und die Gänge des Gerichts, die zwei brummenden Bienenstöcke von Nürnberg. Im Hotel Foyer führte ich die typisch russischen endlosen Diskussionen mit meinen neuen Freunden aus Moskau, die jeden Monat das Tauwetter erwarteten. Lasst sie sich nur beeilen, sie, die Mächtigen, jene Blasten, mit denen die Russen sich schon seit dem Joch der Mongolen nie wirklich identifizieren konnten. Manchmal gab es Gäste auf der Durchreise. Ein Major bekundete sein Erstaunen darüber, die Besiegten besser leben zu sehen als die Sieger. Der ihn begleitende Hauptmann widersprach: Aber wir haben ja alles, was wir brauchen. Doch der Major insistierte: Die Frage steht auf der Tagesordnung und man diskutiert sie in Moskau in den höchsten Kreisen. Die Dokumente, die im Gericht lagen und gesichtet wurden, waren für mich das Wesentliche. Der Dokumentenberg hörte nicht auf zu wachsen. Mehrere deutsch-amerikanische Stäbe inventarisierten, fotografierten, sortierten und gruppierten zehntausende Dokumente, von denen eine große Zahl das Schicksal der Juden betraf. Auf Anhieb verblüffte mich der Unwille der Mörder, ihre Taten beim Namen zu nennen. Umschreibungen waren allgegenwärtig: Aussiedlung, Verlegung, Aktion, Liquidieren, unschädlich machen, Lösung der Judenfragen. Hitler und Himmler befürworteten ausdrücklich sprachliche Umwege. Aussage eines Zeugen halte noch immer in meinen Ohren wieder. Die Aktion von Novogrodek war das Werk eines Kommandos der SS, das die Vernichtung aus reinem Idealismus erledigte, ohne von Schnaps Gebrauch zu machen. Die amerikanischen Offiziere von General Telford Taylor, dem Patrizier aus Neuengland, bis zum Hauptmann Sadie J. Mays, dem Sohn des Rabbiners von Moskau, waren so hilfreich wie nur irgend möglich. Ich konnte meinen Freund Billig als Festangestellten des CDJC in Nürnberg registrieren und ihn in die Gruppe der offiziellen Empfänger der aufzuteilenden Dokumente aufnehmen lassen. Auf diese Weise kam neben der französischen Division, der polnischen Division oder der norwegischen Division auch eine Billig-Division zustande. Mein Assistent war als Stab aufgeführt, der auf keiner Karte zu finden war. So, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass ich da noch einen vorlesen. Ich würde aber vielleicht erstmal horchen, ob ihr auf eine Aufnahmemöglichkeit seid, beziehungsweise ob wir nicht vielleicht eher ins Gespräch übergehen wollen, ins Diskussion. In Anbetracht der vorgerufenen Stunde und der Temperaturenzahl. Ich Also ich würde sonst noch ein kurzes Kapitel über das besagte Buch Brille Lein, was jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich im Deutschen, also hoffentlich nächstes Jahr auf Deutsch erscheint. Also seine erste große Studie über den Holocaust, könnte ich noch kurz vorlesen. Ja. Das Brevier des Hasses. Wie wird man eine ernstzunehmende Historiker? In meinem Fall lagen die Anfänge in der Veröffentlichung von Dokumenten in der Publikation des CDJC, dem Bulletin du Centre de Documentation Juive. Anschließend verfasste ich in den Jahren 1946 bis 1948 unter Isaac Schneersons Ägide zwei kurze Monographien. Schneerson legte ein extrem besitzergreifendes Verhalten an den Tag, wenn es um die Archive des CDJC ging. Das äußerte sich vor allem in seiner Weigerung, irgendetwas außerhalb der hauseigenen Edition erscheinen zu lassen. Diese Politik schien mir absurd und vor allem weltabgewandt, denn die auf diesem Wege veröffentlichten Werke gelangten ja nur in die Hände von 200 oder 300 Abonnenten, von denen fast alle engagierte Juden waren.
Keine einzige Buchhandlung konnte sie verkaufen, kein Kritiker sie besprechen. Doch durch das Nachdenken über die Thematik, in die ich mich seit dem Sammeln der Dokumente mehr und mehr vertieft hatte, reifte in mir die Idee, eine umfassende Geschichte des Genozids für die breite Öffentlichkeit zu verfassen. Ein solches Werk konnte nur mit Hilfe eines richtigen, gutgehenden Verlages angemessene Verbreitung finden. Ich wusste, dass Schmerzson sich an diesem Projekt auf gar keinen Fall beteiligen würde. Also musste ich ohne sein Wissen vorgehen. Und hierzu geizte auch Mademoiselle X, das ist eine Psychoanalytikerin, nicht mit Ermutigung. Ich machte mich im Jahr 1948 an die Arbeit. Das Schreiben dauerte 3 Jahre. Besonders erinnere ich mich an die Seiten, die ich in meinem Häuschen in der Vallée des Chevreuses verfasste und daran, dass ich mich in einigen Momenten wie beflügelt fühlte. Ich widmete das Buch dem Andenken meines Mentors Jacob Gordin. Es ist mir wichtig zu betonen, dass mein Empfinden für das Thema ein professionelles geworden war, sodass ich Auschwitz und die Mörder der SS ohne Emotionen abhandelte, so wie Ärzte oder Priester gefasst sein müssen angesichts von Leid und Tod. Nun musste ich nur noch einen Verleger finden. Im Jahr 1951 galt das Thema in kommerzieller Hinsicht als unmöglich. Ich zeigte mein Manuskript Alexandre Pugel, der seine innere Struktur lobte. Ihr Geschick besteht darin, die Henker aussagen zu lassen und nicht die Opfer. Und des Wärmstens seinem Freund Raymond Aron empfahl, welcher mein Vorhaben ebenfalls gut hieß. So kam es, dass ich das Brevier des Hasses im Verlag Kalman Levy veröffentlichen konnte, mit einem unvergesslichen Vorwort von François Mauriac. Die Rezeption übertraf meine Erwartungen. Für die Akademiker um Raymond Aron und Jacques Maritain die Präzision und Einfachheit des Buches setzen große Stärken hervor. Für ihre provenzalischen Leserschaft war die Situation in Vivar, der Autor habe Deutschland mit einem Keinzimmer versehen und dieses Zeichen werde nicht mehr verpassen, was den Autor mit einigem Stolz erfüllte. Aber die Veröffentlichung zeigte mir auch die Fallstricke, die mit einem solchen schrecklichen Thema einhergehen. Maurice Garçon etwa beanstandete, während er in Le Monde Lobeshymnen auf das Buch sang, den Titel, der Glauben machen könnte, Zitat, es handelt sich um ein leidenschaftliches Werk. Er hörte dabei wohl ein Brevier des jüdischen Hasses heraus, aber ein Jude hätte das niemals so verstanden. Ich kann mich auch noch an die Begeisterung des Royalisten Pierre Bouton erinnern, der von der bewundernswerten Sachlichkeit und Präzision des Juden Poljakow sprach. Sie diente ihm aber vor allem dazu, gleich darauf einen umso giftigeren Pfeil in Richtung des Katholiken François Mauriac abzuschießen. Es gab auch eine Reaktion, die die revisionistische Geschichtsschreibung vorwegnahm. Le Nouveau Prométhée schrieb, Zitat, das Werk scheint solide und erbauer zu sein, zog aber die genannten Zahlen in Zweifel und interpretierte die Beschreibung des Elends in den Ghettos auf höchst eigene Weise. Zitat, sogar die Luft verkaufte man dort, woran woanders niemand gedacht hätte. Sartres Le Temps Moderne verwies in einer Rezension auf die Äußerungen, die damals hinter den guten Berlin gemacht wurden. Wenn man versucht, Zitat, den Antisemitismus durch Mitleid zu erweichen und man die ungeheure Zahl 6 Millionen von Narzissmus vernichteter Juden anführt, wird man mit einer trägen, wenn nicht gar schrittischen Unglaublichkeit konfrontiert. Tatsächlich, dafür sind es aber noch ganz schön viele. Das ist unmöglich, man kann nicht 6 Millionen Leichen verschwinden lassen. Oder aber, diese Zahlen wurden von den Juden erfunden, die sind falsch. Das alles ließe sich in dem abscheulichen Witz zusammenfassen, diese Krematorien waren doch eigentlich Blutkästen. Nur einen einzigen offenen Angriff erlebte ich. Albert Levy wird es mir hoffentlich nicht übernehmen, wenn ich ihn daran erinnere, dass es der seine war, der eines jüdischen Kommunisten. Das Brevier des Hasses oder die Kunst, die Henker freizusprechen. Aber es war sein politisches Lager, das mich später, im März 1955, mit einer ganzseitigen Lobrede in der UNITA bedachte, um Italien und die Welt vor der Wiederbewaffnung Deutschlands zu warnen. So ließ und lässt sich das jüdische Unglück für die Verteidigung der verschiedensten Interessen ausnutzen. Zweifellos ließen sich die diversen Ziele dieser Art besser verfolgen, wenn man sich mit allem gebührenden Respekt auf den Autor des Projekts Hasses bezog. Bald hatte ich den Eindruck, von mir selbst unbemerkt in das Auge des Zyklons vorgedrungen zu sein.
wo ich vor jeder der persönlichen Anfeindung in einem ansonsten überaus gefährlichen Umfeld sicher war. Diese Unantastbarkeit lässt in der Regel nicht nach. Auf internationaler Ebene überraschte mich das Interesse, das meine Arbeit in Italien weckte, wo die Übersetzung mehr dieser fand als die Originalausgabe in Frankreich. Ich führte das auf den Nationalstolz zurück, war Italien doch in Bezug auf das den Juden zugedachte Schicksal das einzige größere Land, welches trotz seiner Unterordnung unter das Dritte Reich halbwegs ehrenhaft aus der historischen Prüfung herausgekommen war. In den Vereinigten Staaten hatte ich nur 1 oder 2.000 Leser. Damals wollten die Amerikaner, ob Juden oder nicht, so wenig von diesen Dingen wissen, als wären sie gewöhnliche Deutsche gewesen. Die Reaktionen in Großbritannien waren gemäßigt. Meinen Aufzeichnungen nach gab es in Australien keine Rezension. Dafür aber 5 in Neuseeland. Jede Stadt hatte ihre eigene. Schneerson hatte ich vor vollendete Tatsachen gestellt. Er wusste die Angelegenheit zu seinen Gunsten zu nehmen, indem er 300 Exemplare des Breviers kaufte und die Umschläge neu drucken ließ, um damit seine eigene Reihe der Edition du Centre zu bereichern. Auf eine für Schneerson typische Weise fühlte er sich moralisch dazu berechtigt, mich büßen zu lassen, weil meine Anwesenheit im CDJC unregelmäßig geworden war. Eines schönen Tages im Jahr 1952 teilte mein Gehaltsdeckel mir mit, dass mein Lohn um die Hälfte reduziert worden war. Dieser Schlag traf mich in den ersten Monaten meines psychoanalytischen Scheiterns. Umso weniger war ich dazu in der Lage, den Kampf gegen den Patriarchen Schmerzen aufzunehmen. Aber ich ließ mich daraufhin gar nicht mehr in den Büros des CDJC blicken. Man kann sich die Folgen denken. Ein Jahr später kündigte mir die Institution, die mir all ihren Reichtum und all ihr Prestige verdankte. Okay, jetzt vielleicht Rückfragen, Verständnisfragen, Anmerkungen, Kommentare. Ja, ich habe 2 Fragen. Die eine, was ist eure These, warum es Bulyakov und Wolf auch in den letzten 20 Jahren, warum gelang es nicht in Deutschland irgendwie Verlage zu finden, die das irgendwie in Größenordnungen herausgehen? Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie allgemein ein Thema ist, worüber Deutsche nicht gerne lesen. Sie werden auf eine gewisse Art und Weise besessen mit dem Thema, aber leider ist dann halt bei Sarira der Titel rausgekommen und der läuft ja so einigermaßen, glaube ich, also einige Auflagen. Aber was ist der Grund, warum das so schlecht läuft, auf so eine verlegerische Ebene? Oder gibt es ja überhaupt, wirtschaftlich nicht interessant, da gibt es tatsächlich so wenig Verleger, die das als ein interessantes Thema begreifen. Andere Frage, ich weiß nicht, wie gut ihr den Nachlass kennt. Mich würde interessieren, mit welchen Intellektuellen in Deutschland der Nachkriegszeit wurde überhaupt in Kontakt stand. Ich würde mich jetzt mal zur Beantwortung der ersten Frage berechtigt und muss dann gleich, wie es einer Lektorin ansteht, eine Korrektur anbringen. Verlegerisch erfolglos kann man Polyakov, wenn ich es mal so frech sagen darf, inzwischen nicht mehr nennen. Also die erste Auflage dieses Buches war innerhalb von weniger als 6 Monaten vergriffen. Das, was man jetzt zu kaufen bekommt, ist bereits die zweite. Es ist, glaube ich, so, also insofern würde ich die Frage eher so drehen, warum sich so lange niemand damit beschäftigt hat oder warum wir jetzt sozusagen nach sehr vielen Jahren die ersten waren, die sich dann nochmal an der Übersetzung oder so gewagt haben. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe, aber der wichtigste ist tatsächlich, dass man Polyakov in gewisser Hinsicht einfach vergessen hat. Also der war sozusagen mit dem, oder also ich beantworte es jetzt mal für die deutsche Ebene zumindest, also mit den Veröffentlichungen, die er in den 50er Jahren zusammen mit Josef Wolf in Deutschland herausgebracht hat, war er sogar verhältnismäßig erfolgreich. Sie wurden aber, wie Alex vorher schon erwähnt hat, damals nie so richtig ernst genommen, weil sie eben beide auch eigentlich
also erstens keine studierten Historiker sind und zweitens eben Opfer, und man hat ihnen sozusagen als Opfer eigentlich kein Sprachrecht eingeräumt, eben weil sie die Sache nicht von außen beurteilen könnten, angeblich, was insofern Quatsch ist, als sie ja die de facto Dokumente der Nazis vor sich liegen hatten. Also es ging gar nicht darum, sozusagen haben sie jetzt Gefühle, die ihnen da irgendwie reinpfuschen könnten oder so, sondern sie hatten einfach Datenmaterial vor sich. Genau, also das war es quasi in den 50er Jahren so, dass man sie einerseits nicht ernst genommen hat, andererseits haben sich dann in der Folge doch auch relativ viele Leute auf ihre Forschungen bezogen, aber häufig auch ohne das anzugeben. Ich glaube, dazu kann Alex noch detailreicheres sagen. Und ich glaube, dann gab es sozusagen irgendwann einfach, dann ist ja einfach aus der Wahrnehmung deutscher Verleger verschwunden. Und ja, wir hoffen, das jetzt geändert zu haben. Ja, das würde ich auch so sehen. Also mit Charles Kammer hat ihn jetzt nicht nur vergessen, sondern vielleicht sogar aktiv verdrängt. Also man wollte sich nicht von jüdischen Überlebenden deutsche Geschichte schreiben lassen. Ich glaube, das ist ein wesentliches Argument, auch eine wesentliche Motivation für deutsche Historiker, dass man nachher deutsche Geschichte darüber bestimmt, wie. Und man reagiert sehr empfindlich darauf, wenn das irgendjemand anders macht. Zum anderen, diese frühe Phase der Probenforschung, die ist insgesamt nicht groß beachtet worden, sondern angeblich hat er die NS-Aufarbeitung in Deutschland mit den 68ern begonnen. Das genaue Gegenteil ist der Fall, es hat natürlich früher begonnen und wurde eher dann auch von vielen großen Verlagen, Surkamp, Fischer etc. verhindert. Die hatten wichtige Sachen zu tun in den 60ern, als diese Bücher zu publizieren und Mao Zedong oder Che Guevara schlicht und ergreifend. Das kann man auch so nachweisen auch heute. Und man hat sich schon wieder in den letzten, sagen wir vielleicht 15 Jahren, ist viel passiert, also auch durch den Historiker Nikolaus Berg, der hat Simon Dubnow Arbeit, der hat ein großartiges Buch geschrieben, die westdeutschen Historiker und die Shoah. Da zeichnet er das eigentlich eine intellektuelle und Sittengeschichte der Bundesrepublik. Da geht es natürlich auch sehr viel um die Historiker, aber da geht es auch um die allgemeine Verfasstheit der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Und erst mit Nikolaus Berg war es eigentlich möglich, dass es eine Josef-Wolf-Biografie gegeben hat. Und durch diese Wolf-Biografie sind weitere Sachen entstanden, auch beispielsweise der Schriftverkehr zwischen Wolf und Ernst Jünger ist jetzt veröffentlicht worden. Also da tut sich gerade sehr viel, und auch der bekannte deutsche Historiker Heinrich August Winkler hat 2013 anlässlich der Rede am 27. Januar im Bundestag erstmals Wolf und Poljakow erwähnt, also die frühe Forschung. Da ist was in Bewegung. Was Herr Lieder gemeint hat, auf jeden Fall. Also es haben Leute einfach auf diesem Material aufgebaut, haben Sachen veröffentlicht. Also man kann heute, es ist nachgewiesen worden, also Götz Ali hat beispielsweise das Gutachten gefunden am Institut für Zeitgeschichte. Also die haben, das Institut für Zeitgeschichte in München hat aktiv verhindert, dass Raoul Hilbergs Trilogie über die Vernichtung der europäischen Juden veröffentlicht wurde, ist ganz erinnerlich schlecht gemacht. Und da wäre was in Bearbeitung von den Zeitgeschichten, was wesentlich besser sei. Intern haben sie es übersetzt, um damit arbeiten zu können. Und das, was dann von München 10, 15 Jahre später veröffentlicht wurde, war in jeder Hinsicht komplett unbrauchbar. Es gab beispielsweise 2010, das war die letzte große NS-Studie vielleicht in Deutschland, die nochmal Aufsehen erregt hat, zum Auswärtigen Amt, also von Zuckermann und von Frey und Konze und anderen. Da kommen Poljakow und Wolf genau zweimal vor, einmal in puncto Unwissenschaftlichkeit und zum anderen so eine, die Bräutigam-Affäre, die erwähnt man dann trotzdem, also das war unmittelbar nach der Wirkung dieser Dokumentensammlung, gab es einen Mitarbeiter im Auswärtigen Amt, dessen Namen auch unter Dokumente des Judenmordes aufgetaucht sind. Das ist dann, das hat ja unmittelbare Konsequenzen damals schon. Und es gab einen Zeitungsartikel, wenn ich jetzt nicht falsch sage, entweder im Tagesspiegel oder in der Morgenpost, wo nach da schon klar war, das Auswärtige Amt kommt dann nicht gut weg. Schreibt der Tagesspiegel.
in den 50er Jahren. Und 2010 hat man so getan, als wenn jetzt das große Tabu gebrochen worden wäre, dass das Auswärtige Amt ja selbstverständlich auch zentral in die Shoah verstrickt war und zentral das ausgeführt hat. Also zum einen ist es Konkurrenz, zum anderen ist es wirklich die Abwehr der jüdischen Überlebenden. Und ich glaube, das beides zieht sich so durch die deutsche Geschichte. Ja, und ich glaube, was die zweite Frage angeht, also ja, Intellektuelle oder Geisteswissenschaftler in Deutschland, mit denen Holocaust zusammengearbeitet hat, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das die Frage war, da gibt es tatsächlich, glaube ich, vor allem Wulff. Also jemand anderen kann man da kaum nennen, aber Wulff muss man dafür umso prominenter nennen, weil diese Zusammenarbeit wirklich extrem eng und extrem fruchtbar war. Es gab einen protestantischen Pastor, Pfisterer, der seine, der beispielsweise die Geschichte des Antisemitismus übersetzt hat, in einem kleinen Verlag auch. Ich glaube, 77 bis 83 sind die erschienen, diese 8 Bände, in einer kleinen Werbereihe, die es nur falsch zu werden gibt. Und Pfisterer hat sich immer wieder für Polyakov eingesetzt, aber das hatte keine große Wirkung. Also Polyakov selber war auch nur einmal 1964 am großen Wannsee anlässlich einer Veranstaltung der Evangelischen Bildungsakademie, die sich für ein Populationszentrum dort eingesetzt hat. Aber ansonsten gab es keinen großen Austausch mit Deutschland. Ja, vielleicht eine ergänzende Sache dazu noch. Also ich glaube, es gibt auch ein Buch von Holocaust, das ins Deutsche übersetzt wurde, wo es allgemein um Rassismus-Theorie geht, weil Holocaust sich im Laufe, also nach der Auseinandersetzung mit Antisemitismus allgemeiner mit ja, Rassismen auseinandergesetzt hat, da gibt es auch über eins, was in den 70er Jahren nochmal übersetzt wurde. Ansonsten, ja, wie viel Austausch mit diesen deutschen Forschern gab, ist schwer zu sagen. Er war auf jeden Fall in Frankreich sehr vernetzt mit vielen ja, bekannten Forschern und Intellektuellen in Deutschland. Da wissen wir jetzt auf jeden Fall leider gar noch wenig drüber. Und vielleicht noch eine kleine Sache, warum. Also, ich glaube, es gab tatsächlich auch so eine Art Konkurrenz zwischen, also freundschaftliche Konkurrenz zwischen Josef Wulff und Leon Poliakov. Also, dass man sich vielleicht überlegt hatte, dass Josef Wulff sozusagen die Bücher für den deutschen Buchmarkt schreiben wird und Poliakov hat dann eher die französische. Also, ich meine, es gibt da einmal so eine Art, so eine Bemerkung von wegen, ja, okay, wer soll denn die Bücher von einem anderen dann übersetzen oder soll dann Josef Wulff die Bücher von Poliakov ins Deutsche übersetzen oder. Also, ne, ich glaube, die hatten da so ein bisschen, also während ihrer Zusammenarbeit war das vielleicht auch einfach so ein bisschen Arbeitsteilung. Deswegen, also könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Faktor war. Du hast ja gerade schon den Briefwechsel von Ernst Jünger und Josef Wulff erwähnt und ich bin da zufällig vor ein paar Tagen drauf gestoßen, dass es wohl diese freundschaftliche Beziehung gab zwischen den beiden und da habe ich mich gefragt, wie das zustande kam. Ich habe gerade nochmal bei der Anreise im Zug nochmal gelesen, also ganz frisch. Das ist absurd, ja. Also Josef Wulff war eben schon, also da waren sie beide ähnlich. Also sie hat natürlich gewisse Sympathien erstmal in den 30er Jahren für die Kommunisten, waren dann aber furchtbar enttäuscht. Also Poliakov dann als Russe auch, weil er das damals schon mitbekommen hat. Ich glaube, seine Sympathie ist dann nochmal gestiegen. In den 30er, 40er Jahren. Bei Wulff ähnlich als Pole, also beide wollten sich möglichst breit aufstellen. Sie wollten sich nicht in ein politisches Lager verordnen lassen. Wie kommt es zu scheinen, dass Josef Wulff, ich glaube, also Wulff so von Jünger fasziniert war, zum einen auf schriftstellerische Art und Weise, also Josef Wulff hat sich ja auch vor allem erstmal als Schriftsteller gesehen, das wollte er eigentlich noch werden. Also Historiker wurde ja notgedrungen durch die Erfahrungen der Shoah und den Zweiten Weltkrieg. Also er hat auch weiterhin schriftstellerisch arbeiten wollen. Ich glaube, als Schriftsteller hat er ihn bewundert. Und was er an Jünger so bewundert hat, war,
dass er sich scheinbar rausgehalten hat. Also dass er natürlich ein konservativer, extrem reaktionärer Typ war, der irgendwie den NS auch vorbereitet hat, aber dann angewidert war von diesem plebejischen Charakter der SA, angewidert war von dieser Massenbewegung. Und ich glaube, er wollte, also Wolf wollte im Jünger einen Menschen sehen, der besser dastand und der weiterhin so einem über dem täglichen Dasein stehenden Intellektuellen irgendwie verkörpert. Gleichzeitig sieht man, also kann man in dem Schriftverkehr auch lesen, dass Jünger ihn immer wieder auflaufen lässt, dass er sich nicht klar positionieren möchte, dass er sich vage von den Verbrechen distanziert, aber sich als neutral betrachtet. Ja, was Wolf auch imponiert hat, war, dass Jünger gedacht hat, er war nicht im Widerstand. Und er hat so viele Geschichten gehört von Leuten, die angeblich im Widerstand waren, die es nicht waren, dass er diese Ehrlichkeit von Jünger, diese vermeintliche oder kurzzeitige Ehrlichkeit von Jünger in dem Moment gut befunden hat. Aber insgesamt bleibt das dann doch ein bisschen einseitig. Also ich glaube, Jünger verschließt sich dem und Wolf möchte einfach von Jünger als einem Konservativen, einem Reaktionären hören, dass er den NS und die Shoah eben auch furchtbar findet und das kommt in dieser Form halt so nicht von Jünger, sondern also Wolf schreibt über seine Familie in Auschwitz ermordet wurde und Jünger schreibt über Urlaub und über den Ersten Weltkrieg, der ihn auch beschäftigt hat. Also das ist schon krass, was Jünger eigentlich für Wolf antwortet. Aber Wolf hatte eben auch noch generell als Gesprächspartner, hatte Kirchenvertreter als Gesprächspartner. Es gibt eine tolle Dokumentation, die Bruder, also Henry M. Bruder 1979 bis 1977 für den WDR gemacht hat. Da tauchen sehr viele Interviewpartner auf. Also die waren schon breit vernetzt und sie haben eben versucht, auf breiter Basis das zu verändern. Bei Jünger ist es wieder nicht gescheitert. Ja, wenn keiner mehr Fragen hat, was auch verständlich ist, weil langsam wird es zu sehr kalt, danken wir euch sehr, dass ihr gekommen seid und für eure Aufmerksamkeit. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Ja, und nochmal von unserer Seite herzlichen Dank. Ich habe das mittlerweile auch mitbekommen, es kühlt ab. Der Ture steht hier noch im T-Shirt. Ja, das muss die jugendliche Hitze sein. Ich schmeiße jetzt für die letzten 5 Minuten nochmal die Heizung an, die doch einfach sehr laut war. Deswegen haben wir sie ausgelassen. Und worauf wir, glaube ich, nicht hingewiesen haben, das Buch ist heute Abend hier zu haben, an diesem kleinen Tischchen. Also wer sich einlesen möchte und es noch nicht hat, kann es jetzt käuflich erwerben. Es gibt aber nur noch eins, die anderen wurden schon verkauft. Wir haben noch die würden wir auch gerne loswerden, das ist sehr spät. Die frische Zeit. Genau, also es gibt Nachschub. Dankeschön.